Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 29. Mai 2024, 1959, hier auf Isla Nuk. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Schaut doch mal auf einem Plausch bei unserem Gast vorbei. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Folge 216, glaube ich schon. Irre. Es ist 8 Uhr. Ich habe eine Schule Zettelchen geschrieben, da stand drauf, ich hasse Pop, aber das stimmt gar nicht. Ich wollte nur Lena beeindrucken, die Pop, die Prog-Rock mag. Was ist das überhaupt? Echt mal Yoshino. Dinge, die nur ein Yoshino macht. So, typische Tour heute wieder. Ach, guck mal, wer da nicht nur eine normale typische Tour. Salam, nenn mich Aziza. Ich bin bekannt bei allen, die schönsten Teppiche suchen. Ich kenne dich, Aziza, du musst dir nicht jedes Mal vorstellen. Hau her. So. Nee, das war's, danke dir. Klingt echt ganz gut. Waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Schauen wir mal, was die heute verkaufen. Wir dürfen halt wieder ein paar Blümchen rupfen. Jedi-Roben. Nein. Ach nee. Überlegen, was wir noch haben. Gab's Orange auch noch? Ja, gell? Gelb. Ja, müssen wir schauen, was wir nachher noch zu Hause haben. So, ich habe gar nicht runtergeschaut, was sonst noch so gibt, gell? Dödel. Okay, pass auf, warte. Nee, okay, passt. So. Weiter geht die Rundtour. Muss mal kurz beim Muscheln aufsammeln, wenn es welche gibt. Das ist nicht so gut.
Hallo, ihr drei. Max ist nicht zu Hause. Ändert natürlich die Tatsache, was wir das entsuchen müssen, drastisch. So, Melinda schläft. Wir machen die 126.000 voll. Danke. Dann haben wir eh schon das Freddy. Passt doch zu dir. Max, ich habe was für dich. Er war übrigens da drin gerade, gell? Wollte ich nur kurz sagen. In den Baum einfach vorbeilauf ohne irgendwas.
Er hat einen Erfolg bei den Rosen. Schauen. Blumen Animal Crossing. Rosen. Jawohl. Lila mit Sternchen ergibt und Rot ergeben zusammen Rosa mit Sternchen. Rosa mit Sternchen mit Gelb ergeben Rot mit Sternchen. Rot mit Sternchen brauchen wir für. Das heißt, Rot kann weg. Nee, Rot kann noch nicht weg. Brauchen wir noch mit Gelb zusammen. Aber das Rot kann weg tatsächlich. Und du solltest rosa sein. Habe ich recht? Ja. Die Rote kann weg. Da weiß ich aber auch schon, wo wir die hin tun. Die wird oben abgeliefert. So. Dann brauchen wir nur noch euch gießen. Und hoffen, dass da nochmal eine Orange rauskommt. Ah, stopp. Für die Orange würde ich alles geben. Pass auf. Machen wir anders. Fügen wir da mal kurz Rot ein. So. Und dann haben wir vielleicht die Chance, dass wir da Orange auch nochmal rauskriegen. Plus das andere. So. Gehen halt auch nicht Geister fangen. Für 4 habe ich noch Platz.
So. Alles klar. Wäre nice, wenn du mir alles abnehmen würdest. So, dann haben wir einen weiteren Blumenfleck weggeputzt. Zwei hier unten weggemacht. Auch wieder ein bisschen sauberer machen hier. Klopf, klopf. Wer bist du denn? Hallo, ich heiße Marika. Schön, dass du mich angesprochen hast. Tschüchchen bist du nicht. Findest du auch so großen Gefallen an dieser Insel? Diese Luft, diese Bäume, das Wasser, alles perfekt. Ich habe mich schon bei dem Gedanken ertappt, wie es wohl wäre, hier zu wohnen, Knabber. Tja, werden wir wohl nie herausfinden. Ich habe nicht vor, dass sie hier wohnt. Wir sind voll, wir sind besetzt.
So. Aber den züchtet sich auch gar nichts, gell? Was ist denn hier los? Dass wir die schon haben. Noch nicht haben. Doch, haben wir schon. Schade. So, nachdem wir jetzt alles haben, würde ich sagen, gehen wir Fossilien bestimmen. Und dann wäre es das für die heutige Folge. Nee, das war's, danke dir. Tara! So süß und mild. Tja. Tschüss, Eugen. So.
Apollo? So, was anderes haben wir, glaube ich, nicht freigeschalten. So, die Häppchen-Etage können wir noch aufstellen. Die würde ich gerne im Café sehen. So. Ne, bleib bei KK's Mambo. Mambo Number 5. So. Na, habe ich doch die richtigen Hosen gekauft, siehst du? Falsch gemacht, glaube ich. Bleibst hier, jetzt machen wir die Football-Hosen. So.
Jawohl. Die rote Hose hätte da nicht dazu gepasst. Die dunkelrote hätte dazu gepasst, ja, aber das Weiß schaut auch nicht schlecht aus. Genau, sehr schön. Dann haben wir die Football-Trikots mit Hosen. Drüben haben wir den Rennanzug noch. Passt ja ganz gut, würde ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Animal Crossing New Horizons zu einer weiteren Folge. Bis dann. Tschüssikowski.